Was können wir noch gebrauchen? Dann wäre jetzt MP am niedrigsten, um das wenigstens wieder halbwegs auszugleichen. Und hier drüben eigentlich ebenfalls. Schön, dann können sie sogar fröhlich zusammen Seite an Seite trainieren. Ich frage mich, was bei der DNA-Digitation von den beiden rauskommen würde. So, Ultra mit Rookie Level. Alles klar. Viel Spaß. Weil wenn man bedenkt, dass bei so einer DNA-Digitation beide halbwegs gleichermaßen gefordert werden, kann ja eigentlich nichts wirklich Großes dabei rauskommen. Ich glaube, normalerweise können auch nur Digimon auf demselben Level eine DNA-Digitation machen, oder? Also wenn man wirklich der Lore folgen würde. Na gut, wir haben wieder kein Essen mehr. Komischerweise ist das immer irgendwie weg. Wahrscheinlich habe ich für heute einfach noch nicht geholt. Die dunkle Zwiebel hat Disziplin erhöht, also viel Spaß damit. Und den Lachapfel sollte ich dann wahrscheinlich dir hier geben. Ich glaube, ich kann das Fleisch verkaufen, das verdorbene Fleisch. Das werde ich sowieso niemandem geben wollen. Kratzgras. Ja gut, komm. Ich habe halt sonst gerade nichts mehr. Dann müssen wir mal auf unseren Vorräten zehren. So gut wie es geht. Ah, Laune wird schlechter. Und er kann nicht mehr. Die Ausdauer ist gesunken. Oh, Mensch, passiert halt mal, wenn man zu viel Gras raucht. Dann kann man einfach nicht mehr so gut. Ist verständlich. What the fuck? Ich musste die gar nicht holen, die sind auch so gekommen? Alles klar? Haben sie mal kurz alles umgebaut, als ich nicht da war? What the fuck? Die Persönlichkeitsunterschiede sind noch voll geil bei den beiden. Oh, du bist zurück, Hans. Ich war nie weg. Wie du sehen kannst, ist die Stadt jetzt viel größer geworden. Mit Hilfe der ganzen Einwohner, die du zurückgebracht hast, sind wir schneller fertig geworden. Und der Detektor dürfte auch bald fertig sein. Ich fürchte, ich habe noch etwas mehr Arbeit für dich. Aber ich bin mir sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Ja, gerade ungünstig. Wemon hat da so ein paar Stärkeprobleme, glaube ich. Aber ansonsten, Flasien ist stark gewachsen. Der Stadtkarte wurden zusätzliche Elemente hinzugefügt. Öffne Karte mit Optionen. Okay. Und es geht direkt storytechnisch weiter. Ah. Ist ein bisschen hart stark nach Taomons Stil. Ich hätte das Alter hab ich besser gefunden, aber naja. Ich will mich jetzt auch nicht unbedingt gegen den religiösen Fanatiker irgendwie auflehnen. Ich hab dich schon erwartet, Hans. Oh, er redet. We did a quick survey of the whole area with it, but we didn't pick up any signs of Machine Draymond. Gerade noch Schwein gehabt. There are indications of an alien data wave that might be caused by an altered form. The location is in Server Desert, in a village where a lot of Digimon live. Wahrscheinlich das, was hinter der Oase kommt, ne, wo ich bisher noch nicht hingehen konnte. Oder im Turm. Whatever it is could do horrific damage. We can't let that happen. Yukimura, we're going to Server Desert now. Yes, sir. Yes, sir. Don't be so hasty. If we reduce the number of city protectors, this place will also be in danger. Gut, ich bleib hier. We have to be careful not to create more problems by fixing this one. No need to worry about that. Hamari. Salamon hat sich weiterentwickelt. Sehr cool. Rika. Wie unfair ist das bitte? Sie ist losgelaufen, um mit Leuten zu reden, und er ist hier geblieben, um zu trainieren. Salamon entwickelt sich weiter. What? That's not how it should be. That's not how it's supposed to be. That's not how it works. What? Rika? Why? Because Rika wanted to protect the residents of the city from those violent Digimon, of course. Leave the city to us. We'll take care of it. Yep, you can leave it all to Rika. Yep, ich als Champion Digimon werde dieses mega böse, mega starke, mega Level Machine Draymond problemlos erledigen können. Wow, that's really impressive, Himari. Sollte es angreifen. Yukimura and I will do our part too. Let's go. Yes. Mir fällt gerade ein, dass theoretisch die beiden am Ende auch, wenn er Galantmon ist und sie irgendwie Magna Dramon,
bestimmt eine DNA-Digitation zu diesem, Gernard von Crimson Mode machen könnten. From the information we've collected, there still doesn't seem to be any indication of a machine. Was ziemlich geil wäre. If we don't find it in time, Kota and Yukimura may be in danger too. I think you should go. Nein, mein Wemon sagt da gerade was anderes. Muss ich leider sagen. Digimon ruft. Schon wieder. Du bist zurück, Hans. Ich habe gute Neuigkeiten. Meramon ist auf Latin zurückgekehrt. Im Geschäftsviertel soll es angeblich gutes Essen geben. Das solltest du dir mal ansehen. Kyubimon ist auf Latin zurückgekehrt. Er meinte, es gebe der Stadt eine wichtige neue Einrichtung. Sieh mal im Geschäftsviertel nach. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 16. Langsam wird es besser. Er kann gleich nicht mehr. Okay, hier ist jetzt die hier. Krieg ich immer noch Essen von dir? Nee, aus der Dimensionsbox kriege ich immer noch von dir was? Er kann mir jetzt Sachen erzählen. Okay, nee, es war Koromon, ne? Koromon, Freundchen, ich brauche Items. Sehr schön. Gibt's auch. Und da links stehen noch ein paar Dildos, sollte Taromon mal Langeweile haben. Okay, geht klar. Schauen wir uns mal in der neuen Stadt um. Also erstmal versuche ich irgendwie... Alter, wie geil sieht das denn aus? Jetzt haben sie ja gesagt, ich kann mich hier teleportieren. Erstmal will ich einmal schlafen gehen. Das müsste wahrscheinlich immer noch in der Trainingshalle können. Geschäftsviertel aus Krankenhaus. Habe ich noch nicht, ne? Doch, Kyubimon hat ins Krankenhaus gemacht. Sehr geil. Was hältst du von diesem Krankenhaus, Hans? Diese Stadt braucht einen Ort wie diesen. Ich habe die Heilkunst von Meister Taumon gelernt. Ich hoffe aber sehr, dass jemand ein Digimon bringt, das Arzt werden möchte. Wie wär's? Möchtest du Medizin kaufen? Eigentlich würde ich gerne schlafen. Weil das hätte ich auch im Bett gekonnt, ne? Verdammt. Dann ist das jetzt natürlich ungünstig gewesen. Dann gehe ich erstmal wieder zu Chichimons Haus. Geschäftsviertel ist fertig. Woo! Jetzt kann wahrscheinlich auch Garudamon herkommen. Geil. Zentrum Digimon. Ich muss erstmal die ganze Ding wieder klarkommen. Hier ist kein Bett mehr. Kann ich trotzdem schlafen? Aber genug davon. Worüber willst du reden, Puni? Ich kann dir beibringen, was ich kämpfen bedeutet. Nein, hier kann man nicht mehr schlafen. Oder? Also Erkenntnissen, alles klar. Höfliches Digimon in der Höhle der nahen Ebene. Drachen-Digimon, Serverwüste aufgetaucht, seit irgendwas scheint nicht zu stimmen. Und Oguni-Einöde wurde Agumon entdeckt. Ist wie ein großer Bruder, also bring ihn schnell her! Wenn die Stufe der Stadtgebäude steigt, erscheint vielleicht wieder Digimon in der Stadt. Ich glaube, das ist alles, viel Spaß. Okay, alles klar. Oh, das heißt, jetzt gibt es einen Architekten hier. Weil man jetzt die Wemon hat jetzt was zu tun bekommen, also das andere Wemon. Okay. Alter, ist das gerade viel, was passiert? Ich will doch bloß mein Wemon schlafen lassen. Was ist das hier? Architekt, alles klar. Das heißt, Wemon hat wirklich was zu tun bekommen. Also jetzt kann man wirklich Garudamon auch mitholen. Wörtramon fliegt dort rum, alles klar. Am Ausgang, das macht Sinn. Hier ist das Klo neben Numemon, das erkennt man. Sinnvoll wäre es, wenn hier jetzt die Trainingsstelle wäre. Ah, der Laden, auch gut. Aber es muss doch irgendwas zum Trainieren geben. Also ernsthaft. Außerhalb der Stadt, Forschungsviertel, Trainingsraum. Im Forschungsviertel? Oh, sieht das hier groß aus. Und wir haben jetzt Super Saiyajin Schlafkapseln. Nice. Finde ich gut. Wollte ich schon immer mal haben. Schlafen wie ein wahrer Super Saiyajin. Jetzt können wir auch endlich langlaufen. Und die Sachen dann noch nicht auf Stufe 3 aufrüsten. Das kommt wahrscheinlich später. Klo ist auch noch mit da. Viel Spaß, bescheißt euch mal so viel wie es geht. Ich glaube, bevor wir jetzt hier irgendwie rauslaufen, weiter trainieren, muss ich erstmal die komplette Stadt erkunden. So viel wie es jetzt hier gibt und Forschungsviertel ist fertig. Das heißt, man kann auch wirklich forschen. Boah, geil. Oh, hi Leute. Blub, blub. Und ich glaube, ich werde müde. Okay. Dann links hinten liegen übrigens die Sachen, die in dem alten Trainingsgebäude mit drin lagen. Und dann war das ja Punching-Handschuh. Das zur Verteidigung erhöhen. Das wird bestimmt noch irgendwann mit eingebaut. So, ich will noch ein bisschen schlafen. Okay. Geht in Ordnung. Das verringert nur Disziplin. Okay, und Wedramon, alles klar. Alle sind wieder eingeschlafen.
Was, das funktioniert echt? Aber, und jetzt haben sie Hunger. Ihr habt euer Frühstück verschlafen. Das ist das Problem. Macht mich nicht dafür schuld, wenn ihr euer Frühstück verschlaft. Jetzt habe ich vergessen, Essen zu holen. Fuck. Aber Landwirtschaft habe ich vorhin irgendwo gesehen. Da. Landwirtschaftsfelder. Und Landwirtschaftsviertel, sehr schön. Wo gibt's mein Essen? Da, Palmon. Und... Hey, du bist doch gekommen, um nach Feldfrüchten zu sehen. Willst du auch ein paar Sorten neu anpflanzen? Fleisch geerntet, sehr schön. Was kann ich hier machen? Einpflanzen? Ah, kann ich mir aussuchen, was kommt. Naja, dann Fleischbrocken rein da. Okay, dann mach's gut. So, ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Das ist jetzt ein Scheißtag. Wenn man zu lange schläft, ist man den ganzen Tag scheiße gelaunt. Das weiß ich. Könnt ihr vertrauen, ich bin Student. Ich kenne mich mit sowas aus. Und jetzt gibt's erstmal Essen. Erstmal Frühstück. Ist ja nun lang genug her, dass ihr gegessen habt. Und wichtig, dass was Neues kommt. So, beide satt. Sehr schön. Tanemon, was gibt's Neues? Du willst die Felder pflügen? Wir können ungefähr eine Stunde lang pflügen. Macht mal. Deine Partner haben die Felder gepflügt. Die Felder haben sich verbessert. Oh, okay, cool. Die Stärke deiner Partner ist gestiegen, aber sie sind nun auch ein bisschen müde. Gute Arbeit. Das ist wahrscheinlich, ist das nur Stärketraining oder kriege ich jetzt auch mehr? Das ist eine gute Frage, glaube ich. Ich sollte mich nicht so häufig teleportieren. Ich sollte mehr laufen, damit ich auch wirklich mir merke, was es hier so Schönes gibt. Also, erstmal sind hier Felder. Alles klar. Ansonsten werden hier irgendwann Digimon sitzen. Wahrscheinlich die Wassermühle noch mit betreiben. Da hinten geht es dann irgendwann auch noch weiter. Hier geht es wahrscheinlich erstmal raus. Ah, und da hinten sind dann halt die Früchte, wo man Lachäpfel und Obst und sowas anbauen kann. Okay, Wurmon, du erzählst mir immer noch dieselbe wunderschönen Vorlieben. Oh, du willst auch Vorliebe erkundigen? Lass mal sehen. Die Vorliebe von Charmon ist Fleisch. Die Seminar von Charmon ist Fleisch. Die Vorliebe von Tonimon ist Fleisch. Sieht mich einfach, Tonimon ist Fleisch. Ich mag die Typen. Wie der Vater, so die Söhne. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, hier geht's wirklich noch nicht lang. Und ansonsten gibt's hier auch noch nichts Neues. Aber sehr geil. Also, ich weiß, das sage ich jetzt viel zu häufig, aber es ist halt einfach sehr geil. Es ist das allererste Mal, dass die Stadt so hart ausgebaut wird. Und ich liebe es. Badabababa. Okay. Dann, wer ist da? Gute Frage. Das ist Nomemon, glaube ich. Dieser Ort fühlt sich richtig an. Ich habe noch mehr Zeug gefunden. Stimmt, der hat mir Klos gegeben. Und da kann man hinten noch mehr ausbauen, wenn man noch mehr Leute hat. Apropos Klos, wenn wir einmal dabei sind, könnt ihr das neue Klo ausprobieren. Sogar mit Vorhänge. Links der Bumster Jalousie, oder wie das jetzt heißt. Das hier ringsrum, was auch bei jedem Bad, Freibad mit dabei ist, um sich umziehen zu können. Schön, dass ihr auch daran gedacht haben. Und was gibt's hier? Genau, den Architekten. Wenn jemand Serienmörder wird, dann er. Zeit, die Architekten zu erklären. Juhu! Du kannst Stadtgebäude verbessern, aber dazu brauchst du Materialien. Verbesserungen brauchen Zeit. Geh nach einer Weile zum Gebäude und schließe den Prozess ab. Mit Verbesserungen erhältst du jede Menge Vorteile. Dein Wohlstand erhöht sich damit allerdings nicht. Der Platz ist etwas speziell. Mit jeder neuen Jahreszeit werden die Verbesserungen zurückgesetzt. Was? Verbesserungen am Platz und die damit verbundenen Vorteile haben somit immer nur für eine Jahreszeit. Ah, wahrscheinlich irgendwie Hauptplatz oder sowas. Sowas wie Festivals, Kleinmessen und sowas kann man da wahrscheinlich aufbauen. Hallo, willst du ein paar Einrichtungen neu aufziehen oder Materialien überprüfen? Wird sofort erledigt. Okay, Digimons Haus kann ich verbessern. Kann ich nicht verbessern. Ah, das Leuchtende kann ich verbessern. Endlich brauche ich die Sachen. Oh mein Gott. Digibambus, okay. Ein bisschen, die du von Einwohnern erhältst. Okay. Schmück den Platz passend zur Jahreszeit. Kann ich nicht machen, weil mir... Ich habe nur Gold. Ich bin Rich Bitch. Der Rest fehlt leider. Okay, was auch immer das machen würde. Passend zur Jahreszeit, was auch immer das ist. Dann Lagerhaus. Alles klar, wird verbessert. Danke, Mann. Mach's gut und lass dich mal wieder blicken. Ja, bin doch da. Ich kann auch nur einmal auf einmal machen. Verdammt, hätte ich eher wissen sollen. Erhöht die Anzahl der Orte, an denen du reisen kannst. Okay. Das ist grundsätzlich interessant. Brauche ich jetzt aber nicht.
und Bauarbeiter. Steigt die Motivation der Angestellten. Sie bauen sich hier ein Flatscreen-TV rein. Geht in Ordnung, warte, dann gab's noch mehr. Alter, ich kann alles einzeln machen. Trainingsraum. Verbessert die Funktion von Trainingsgeräten. Okay, ich frage mich, wie das mit Computerimon zusammen skaliert. Feld, sehr wichtig. Das müssen wir auf jeden Fall verbessern. Digisäure. Auf zum Kraftwerk, da gab's die. Und Ausrüstungsladen kann man jetzt hier auch verbessern. Ich frage mich, ob dann trotzdem noch neue Digimon für den Ausrüstungsladen noch mehr bringen. Und wir waren noch nicht im Restaurant. Schändlich. Schande. 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 Okay, gucken wir mal weiter. Digimons Haus wird jetzt verbessert. Deswegen sieht es wahrscheinlich auch gerade so anders aus. Dann, wo geht's denn hier hin? Geschäftsviertel. Das wird mir wahrscheinlich ein paar Geschäfte bringen. Schau dir nur die ganzen Läden an. Und sie haben sogar nachts offen. Das ist so cool. Nachts sollst du schlafen, kleines Baby. Da will ich fast zum Nachtschwärmer werden. Wenn du müde bist, solltest du dich besser gleich ausruhen. Naja, ich schätze mal, du wirst irgendwann von allein wegdösen. Aber dann kommt es zum Trainingsversagen. Selbst wenn du so lange wie möglich durchhältst, wirst du morgen entsprechend später aufwachen. Okay, cool. Auch das nochmal erklärt. Interessante Plakate. Aber gut, guck mal weiter. Schöne Blumen. Tentomon! Way, Bro, was geht? Der Ausrüstungsladen ist jetzt geöffnet. Also richtig. So richtig, richtig. Schau dich um. Du wirst nicht enttäuscht sein. Ja gut, es gibt immer noch keine Waffen. Sehr schade. Bei Digimon World 4 gab es die nämlich. Wobei das ganze Spiel da auf die Waffen aufgebaut war und es ein interessantes, wenn auch etwas schlechteres Konzept war. Ich kann ja auch irgendwann Fleisch kaufen. Okay. Was hältst du von diesem Ort hier, Hans? Ich will selbstgemachte Speisen verkaufen. Wir fangen klein an, aber ich bin mir sicher, wir werden eines Tages ein großartiges Restaurant. Probier doch einfach mal meine Gerichte. Selbst Meister Taumon hat sie schon gepriesen. Alles klar, was gibt's denn? Zu lang gebratenes Fleisch. Nice! Warum nicht? Vulkanfleisch, Bratgemüse. Okay, es steht sogar da, was erhöht wird. Super heißes Getränk und scharfe Ramen. Ja, ihr werdet irgendwann mal ganz groß rauskommen. Bin ich mir ganz sicher. Sobald ihr eure Rezepte geändert habt. So, Forschungsviertel, hier waren wir ja schon jetzt schon einmal ganz kurz, weil hier der Trainingsraum mit ist. Ein bisschen schade, dass es jetzt so weit weg ist, aber wir können es ja teleportieren, daher geht das. Schicke Bude, oder? Du wolltest, wolltest du etwas über die Effekte von Essen wissen? Nein, danke. Aber frag einfach, wenn es dich interessiert. Ja, nö. So, das war das Blub-Blub. Ob der bei jedem Stadtlevel mehr dazukommt, aber so ein Blub-Blub-Blub-Blub-Blub-Blub-Blub da steht, wäre mal cool. Die Stadt ist so groß geworden, dass ich mich manchmal darin verlaufe. Und guck mal, da ist auch nochmal Erinnerung an das alte Digimon-Spiel. Aus den Dingern gab es immer Items. Ich will meinen MP-Chip haben. Oder Angriffschip, von mir ist auch noch eine Heidisk. Früher gab es die da immer. Schade. Und hier ist auch noch zu. Natürlich, Rollstuhl können wir noch nicht benutzen. Wäre ja auch zu einfach. Hier ist eine Tesla-Spule. Interessant. Gut, und das war's dann auch schon. Also, und hier gibt's auch eine Abkürzung. Alles klar. Das ist sogar alles ziemlich gut miteinander verbunden. Cool, yo, cool, yo, okay. Cool, yo. So, nach unserer wunderschönen Stadttour. Oh, es ist schade. Das weiße Botamon da links hat jetzt keine Wippe mehr. Wir müssen einen Kinderspielplatz bauen. Wahrscheinlich, wenn ich den Platz verbessere, wahrscheinlich wird das dann mit dazukommen. Das können wir ja echt nicht machen. Dem armen kleinen Digimon sein wunderschöne Wippe wegzunehmen. So, dann sind wir auch alle voll. Wunderbar. Was gibt's sonst noch so? Das ist das Lagerhaus. Genau. Das ist so wie immer. Auch wenn du jetzt wirklich ausnahmsweise mal ein Haus hast. Schön, schön. Das ist die großartige Stadt Floatien. Prachtvoll, nicht? Ja, doch. Ist eigentlich schön. Ich will dir erzählen, was mir Digimon über die Zähne beigebracht hat. Nö. Eiskalt. Und über Abenteuer fragen. Nee, gut. Dann haben wir hier auch alles durchgeguckt. Außer nochmal kurz gucken, wie es denn jetzt mit Birdramon aussieht. Wie weit kommen wir denn jetzt? Ich bin ein Sender. Immer noch so weit wie vorher. Okay, nichts Neues. Schön. Dann begeben wir uns nochmal ganz kurz zum Trainingslager. Da, Forschungsviertel, Trainingsraum. Und
machen dann hier nichts mehr heute, denn ich bedanke mich erstmal viermal fürs... Ich kann hier nicht mehr speichern. Doch kann ich, natürlich, die andere Taste. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt mir doch bitte Bescheid, wenn nicht Feedback. Lieben gerne die Kommentare und damit adios, amigos. Und hoffentlich auf Wiederhören.